Dead by Daylight. Ich liebe es, DVD mit meinen Freunden zu spielen. Gut, wir können starten. Wo rein? In das Spiel tatsächlich. Was ist bei ihm jetzt los? Ist heute eigentlich jetzt wieder Sexy-Tag? Also ich bin da ein bisschen Boomer, muss ich sagen. Diese ganzen Feiertage, die es jetzt da irgendwie gibt. Was ist denn das jetzt hier mit Sexy-Tag? Mach mal Fenster auf, Kalle. Nein, ich habe doch gerade eine Frage gestellt. Vielleicht auch Licht an. Das Ding ist, ja. Ja gut, dann nicht. Child. An die liebe Community da draußen. Achtung, jetzt steigert er sich. Nee, rein. Es ist immer das Gleiche. Ich stelle eine Frage, ja, ich werde für dumm verkauft und ich bin wieder der fette Dumme am Ende des Tages. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich fühle mich gerade wie bei einer Familienfeier, wo auf einmal alles eskaliert. Okay. Okay. Let's fucking go. Die Generatoren hier wieder verklebt. Okay, ich bin mal ein bisschen weiter weg. Ich hab doch eh gedrückt! Okay, das ist jetzt blöd, weil ich muss hier einmal rum. Ja, das ist blöd. Ich glaube, du entkommst. Oh, Sebastian, mach mal das Fenster auf. Junge, wie lang muss man das denn durchhalten? Ah, nee, ich komm ran. What the f***? Ich muss einfach 80 Jahre das machen. Das ist nicht balanced. Alles so ein Boomer. Ja, danke. Könnt ihr bitte aufhören, euch in meiner Aufnahme zu beleidigen? Ich will die Freude und Spaß. Du kleiner... Matt... Mowgli. Du kleiner Matt... Kleines Matt. Holt denn jemand Henno? Ich kümmere mich drum. Vor die Phase 2 einläutet. Den Henno hänge ich gar nicht ab. Also der kam da hängen bei meinetwegen. Hey. Ja. Ich also will das Ding mit Henno abhängen. Das Ding ist, je länger der liebe Henno hängt, desto weniger kann er ja auch machen. Ich gebe dir kurz eine Rückenmassage. Findest du geil, so begrapscht zu werden, ne? Oh nein, ah! So. Nein. Ey. Habe ich dich getroffen? Nein. Was? Bei mir kam Blut auf dem Bildschirm. Ja, das ist, weil ich so viel huste. Dann gehen wir heute nach der Aufnahme bitte zum Arzt. Es ist nur Roleplay. Ich fühle das gerade sehr. Ah! Okay. Das war dumm. Ich bin dumm. Wertlos. Ein Stück Müll. Alter. Ich möchte, Tamina, dass du in deinem eigenen Video dich jetzt nicht selbst frontest, bitte. Okay, sorry. Ah! Stehen bleiben! Ja, Sir! Halt, stopp! Es ist Sexy-Verbot! Nein! Oh! Es ist Sexy-Verbot. Ich finde die Posen... Ja, ich muss auch sagen, also... Ich finde die Posen einfach nicht... Welche Posen? Welche Posen? Worum geht's? Ja, wenn man jemanden heilt. Ah, nein! Das gibt's doch nicht! Hä, nur warum kommst du zu mir gelaufen? Ich will dir helfen. Lass uns einen Bund treffen. Ah! Oh, das ist close. Oh, das ist mir ein bisschen zu nah, muss ich sagen. Oh Mann. Ja, aber Kalle, ich bin keine Kette, du. Unser Leben. Ja, ich sehe das. Geht's ran hier. Ja, das ist schon sehr unangenehm. Also, da bin ich jetzt sehr weit von weg, aber ich kann es trotzdem tun. Kalle, willst du zu ihr, oder? Nee, nee, alles gut, Leute. Alles gut. Gnu da runter. No, 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 ihr macht das vor, ihr bleibt da genauso, wie ihr seid. Okay, Entschuldigung. Girls, support girls. Eben. La, la, oh, Henno wird gechased, glaube ich. Ja, oh. Vorsicht, da kommt er. Hey, Sterzi, dreh dich mal um. Ich soll mich umdrehen. Oh. Digga, das musst du mal, wenn er mich aufhebt. Ja, ich dachte, er hebt dich jetzt auf. Wieso werde ich nur gefrontet, Alter? Die Animation dauert 80 Jahre. Spielt euer Spiel alleine nächstes Mal. Wieder da wegrennen. Egal, was ich mache, immer, ey, Kalle, du bist no, Kalle Schmollibär. Im Endeffekt hast du mich nicht erwischt. Ne? Nee, es reicht irgendwann. Ja, soll ich sagen, gut gemacht, oder? Schade, hättest du sagen können. Achso, ja, gut. Schade Schokolade, Mensch. Jetzt hänge ich am Haken. NT, nice try. Ich fummel gerade an mir rum. Ist gut, okay. Ich finde es so ätzend, einfach nur. Du Schätze, kämpft mich. Das ist ja nichts Neues. Ich komme einmal kurz zurück, weil ich im Nee, Kreis er kommt hier in den, wie heißt das, die Bretterbude hier. Hä, ich bin noch gar nicht in der Bretterbude. Digga, du hast literally sogar Digga reingeguckt. Also, ich würde so nie spielen. Oh ja. Bitch, beweg dich nicht, wenn du... Ja, du musst aufhören, dich zu bewegen. Selbst unfähig sein und andere... Oh, ich fass es nicht, Digga. Nein, Mann, ich hasse dich. Komm her, Schnuckiputz. It's been a long day. Ich bin so
Lass bitte nie wieder Dead by Daylight spielen, das ist so ein Game, Digga, Mann. Ich werde dir claimen, wenn du weiterhin so singst. Was? Weil du so eine engelsgleiche Stimme hast. Es klingt zu sehr wie das Original. Danke. Aua! Es tut weh. Dieser hohe Ton, ey. Ha! Ha! Junge, du kannst weiter werfen, als dein Terrorradius lang ist. Warte mal kurz, ich bin hier kurz. Ja, ja, alles gut. Bro. Junge, ich hab sogar E gedrückt. Ich spiel den Perk nicht mehr. Ach, was immer noch, was wir angetet. Wann wurde denn diese Scheiße gereworked? Was? Ey, du hast mich eben getroffen am Gen. Ja, habe ich. Achso, true. Ja, einfach. Nicht vergessen. Das war halt crazy. Ja, ich habe dich mit Barbecue und Schnischel habe ich dich einfach durch blind die Map geballert. Gesehen und habe blind mal einfach über die Hecke geworfen. Du kannst auch nicht ohne diesen Perk spielen, ne? Ach, das sagst du? Ich glaube, ich habe. Ich spiele den Perk nicht. Den hast du literally in der ersten Runde oder so gespielt? Oder in der zweiten? War es nicht so? Nein, auch nicht. Ich habe jetzt dreimal Killer gespielt, nicht einmal diesen Perk. Weil das ist ehrenlos. Aha. Ach so. Ne? Hä? Jetzt, wo er tot ist. Komm da raus. Naja, wenn man Survivor ist, muss man complain. So, hier von der Bank mal aus gesprochen. Nee, Tote sprechen nicht. Gut. Ich lebe. Ich lebe, ich stehe da in der Lobby. Naja, genau. Ich fände es gut, wenn. Also eine Petition, wir spielen ohne Barbecue und Aber so OP ist das jetzt aber auch nicht. Natürlich! Nee, da gibt's schon. Da gibt's du hast literally einen Wallhack. Ja, aber nur wenn ihr weit genug weg seid. Rumwackelt da. Oh lol. Ja, ist ja immer der Fall, als ob du neben einem Haken Gen machst. Ja gut, das war dumm. So, Tamapsel, hm? Tamapsel. Tamibab. Bamubi. Sterzig, wenn du mit mir Kirby aufnehmen willst und ich dir das nicht zur absoluten Hölle machen soll, lässt du mich leben. Oh. Die Axt fliegt schon. Die Axt fliegt leider schon, sorry. Ich hab schon für Kirby zugesagt, es gibt keins zurück. Ah! Komm her! Ah! Oh no. Kalle, es liegt an dir wieder. Du weißt, wie es ist. Ich hol dich da runter. Klassi. Super. Lange hält das Chili-Gedöns? 3 Sekunden oder so. Ich seh dich nicht mehr. Dass du dich nochmal an Chili rantraust, Sterzig, finde ich sehr interessant. Ja, true. Du hast mal gekotzt von Chili, oder? Nee, er hatte in meinem Stream, nee, naja. Tamina, kannst du vielleicht die erst holen? Nein. Bitte? Nein. Ich muss nochmal für kleine Sterzigs. Wir warten. Bitte. So Durchfall vom Chili jetzt. Er musste bitte sagen. Das ist das größte Sterzig-Meme aus dem letzten Jahr. Er musste bitte sagen. Bro, was ist das? Sterzig ist so ein Camper. Komm her, Schnuckli. Let me go. Lass Tamina in Ruhe. Hier bin ich. Hier. Ja, lass mich doch erstmal meine Äxte nehmen. No. Hm? Was? Was? Als ob du mich getroffen hast! Die Hitbox ist nicht realistisch. Auf meinem Bildschirm warst du nicht mal zu sehen! Ja, ich war auch nicht zu sehen, ich war hinter der Wall! Bitte füg das ein in einem Replay, jetzt! Und auch mein Was in Slow-Mo! Was? Also, das gibt's nicht. Und auch mein Was in Slow-Mo. Und jetzt ein kleines Kamel, was einen Fortnite-Tanz macht. Anjo, kannst du noch das einfügen? Anjo, noch das einfügen? Anjo, bitte noch das einfügen? Anjo, kannst du das machen? Anjo. Ich kann denen immer schön Aufträge geben. Wie wär's mit so einem Shrek-Meme auch noch? Und einmal Pedro Pascal, jetzt! Full Slutty Daddy. Tamina. Nee. Nee, ich bin beschäftigt. Ach komm. Und das in Taminas Folge? Schämst du dich nicht, Sebastian? Nein. No. Das ist nicht sexy von dir. Das ist jetzt awkward, ne? Das ist jetzt unangenehm. Oh, jetzt können wir einen Quiz machen. Ja, ich liebe Quiz. Anjo, fügt die Wer wird Millionär-Musik ein. Okay, wir machen Quiz. Wie hoch ist der Eiffelturm? 300 Meter. 300 Meter? Warte, ich google kurz. Irgendwie so um den Dreh. Wie hoch ist der Eiffelturm? What the fuck? Der ist ja wirklich 300 Meter. Wirklich? So, ja. Was kriege ich jetzt? Lass sie frei, du Hund. Ja, weißt du was, Tamina? Dann... Ich nehme dich mit und wir suchen jetzt zusammen die. Ja, damit du sie mir vor der Nase Luke zumachst und mir das Nein, Herz nein. Ach komm, also, nee, Sterzig, spiel nicht mit meinen ach, Gefühle. Ach, guck mal. Hier. Also, du hast es ja richtig gesagt. Ne? LG, Tamina. Danke.
Yay, wie sie reingeflogen ist. Wie reingeflutscht, wie so ein Aal. Tja, Leute, und was können wir daraus lernen? Allgemeinwissen rettet Leben. Oder irgendwie so.